Hallo. Herzlich willkommen. Lange nicht gesehen. Also, ich habe dich im Fernsehen immer wieder gesehen, bei deinen verschiedenen Einsätzen für Extra 3 und jetzt für Aspekte. Bei MTV warst du auch noch. Hast du nicht mal bei ProSieben eine Talkshow gehabt? So ja. Mit Titten am Nachmittag? Ja, jeder hat ja so seine Leichen im Keller. Ja, okay. Aber vielleicht war es auch ein Doppelgänger. Ja, aber das ist ja erstaunlich. Deine Karriere ist eine der erstaunlichsten. Also du hast das Genre ja komplett gewechselt. Du bist ja komplett auf die andere Seite. Schwarzanzugträger, Kultursendung. Hätte ich auch am Anfang, also ganz ehrlich, nicht vermutet, dass man mal da landet, der mit Viva anfängt, dass der mal bei Aspekte landet. Aber du moderierst ja auch das Kanzlerduell. Ja, da kann man sehen. Dann kann ich das auch machen. Guck mal, ja, ich habe dir was mitgebracht. Das stimmt. Ich will nämlich mit dir die Festivalsaison einläuten. Die Festivals gehen ja jetzt so langsam los, das Wetter wird wieder besser. Und ich bin ein absoluter Festival-Typ. Also ich gehe immer auf das Hurricane Festival. Ja, das ist eins. Ja, da kennt das einer? Fans. Ja, der Elton ist auch immer da. Elton ist tatsächlich immer Festival, nebenan. Und, ist das ein Thema für Aspekte zum Beispiel? Das neue Aspekte ist ja ein bisschen moderner als das alte Aspekte. Ja. Neuen Aspekte gibt es Live-Bands, da spielt Jan Delay und erzählt, warum er Heino beleidigt hat. Genau. Und das ist exklusiv. Ja, exklusiv. Letzten Freitag hat er das erzählt. Ja. Also das ist, Popkultur spielt hier auch eine große Rolle. Mando Diao kommt zum Beispiel. Und das ist jetzt sag erst mal, was du hier machst. Ja, pass auf. Ich bin ja so ein Camper-Typ. Also ich bin dann 3 Tage absolut, da. Du bist totaler Camping. Nein, ernsthaft. Mit 2 Kumpels in so einem Campingwagen. Ja. Und das ist was für ganz faule Camper. Ja. Und zwar ist das eine Dose, die sich selbst erhitzt. Also du brauchst noch nicht mal einen Gaskocher, sondern du kannst jetzt, das ist so ein Linsenmenü jetzt da drin. Ja. Warte mal, ich muss das jetzt mal aufmachen. Das dauert jetzt 3-4 Minuten und dann wird das von ganz alleine heiß. Ach. Und das merkt man auch von außen? Ach nee, das ist etwas gedämpft hier. Etwas isoliert. Das musst du hier unten isolieren. Okay. Der Trick ist nämlich, da ist so eine doppelte Wand drin. Ja. Das ist so Kalkstein. Ja. Und ich habe gerade mit diesem Piekser habe ich Wasser aus einem Beutel zum Platzen gebracht. Ja. Das Wasser fließt jetzt auf den Kalkstein. Und jetzt wird es so langsam heiß. Gib dem Ganzen aber 3 Minuten Zeit. Ach, okay, so lange müssen wir uns noch unterhalten. Das und aber, dann können wir das probieren. Das ist aber sehr, sehr, ist das schon ein bisschen elitär unter Campern? Nee, ich bin ja so, das Problem bei mir ist, ich bin ja Vegetarier. Ja. Ah, okay. Deshalb so grillen, deswegen bin ich ein bisschen siehst du raus. So komisch aus. Deshalb sehe ich auch so komisch aus. Das ist mein Problem. Deshalb, ich nehme das tatsächlich immer mit zum Hurricane Festival, so 3-4 Dosen und komme dann so über dieses Festival. Außerdem, das Schöne ist, es wird so langsam warm. Fühl mal. Okay. Ja. Und es ist ja im Norden immer kalt. Absolut, da kann man sich auch die Hände dran machen. Ja, ich höre gerade, wir müssen kurz Werbung machen. Du erzählst gleich weiter. Behalt das. Nicht, Im Norden ist es kalt. Im Norden ist es kalt, wie deine Hände übrigens gerade. Da sind wir dann zurück. Tobi Schlegel, der neue Moderator von Aspekte. Es gibt noch 2 weitere. Ja, den Jo Schück und Kathi Salier. Grüße an dieser Stelle. Ganz tolle Kollegen. Ebenso, von hier auch. Und freitags 23 Uhr läuft das immer. Mit was beschäftigt ihr euch hauptsächlich? Es ist ja nicht nur, es geht eigentlich komplett durch alle kulturellen Bereiche, Literatur, Kino, Musik, das war es ja schon. Nee, Malerei, nein, Kunst. Auch was Klassisches. Also es kann dann auch mal Oper sein, weißt? Es kann Jan Delay sein und dann geht es auch mal um, guck mal, es raucht gerade. Ach ja, guck mal, ganz von kann allein. Man das sehen? Ja, das kann man das sehen. Es dampft gerade. Man hört es auch. Ah, da kommt. Ja, manchmal funktioniert das nämlich nicht. Ich bin sehr glücklich, dass das funktioniert. Da ist kein Feuer drin und gar nicht, nur eine chemische Reaktion. Ja. Wasser auf Kalkstein, das kann man sogar, hier ist so ein grüner Punkt drauf. Ja. Das kann man sogar noch. Das ist auch nicht ungesund, oder was? Na, auf gar keinen Fall. Ja. Wir schauen's mal. Aber hast du denn mal geguckt, Aspekte? Ja, absolut, klar. Ich hab letzte Woche gesehen, wo Jan Delay zum Schluss gespielt hat. In der Zwischenzeit kurz weggesappt, ich weiß nicht warum. Ich wollte eigentlich sehen, was Jan Delay sagt, bin aber zu spät gekommen, habe ihn dann nur noch musizieren gehört. Dürfen die auch, die dürfen live bei uns auftreten. Also es ist wirklich eine Seltenheit fürs ZDF, dass da große Künstler live performen. Ich glaube, jetzt gleich explodiert es. Wir gucken uns kurz aber noch einen kleinen Ausschnitt an aus Aspekte. Immer freitags 23 Uhr im ZDF. Da haben wir einfach mal die Elbphilharmonie eröffnet, weil wir keinen Bock mehr hatten, so lange zu warten. Wurden ja genügend Millionen verschwendet. Ja, in Köln dürfte man das an der Philharmonie nicht machen, weil man darf in Köln über der Philharmonie nicht mehr laufen. Warum da ist ein Platz oberhalb der Philharmonie, okay. Weil das Geräusche macht, wenn man darauf läuft. Und immer wenn unten ein Konzert stattfindet, stehen oben Ordner, die den Leuten sagen, dass sie außen rumgehen muss. Man darf also über den Platz nicht mehr laufen, weil es könnte sein, dass man unten in der Philharmonie hört.
Also Elton darf da nicht mehr rüberlaufen. Elton schon gar nicht. Okay. Aber wir waren bei, das muss ich noch erzählen, der Norden ist ja immer kalt und es regnet. Ja. Und es war beim Hurricane Festival wirklich mal so, dass es so geregnet hat, dass die Zelte weggeschwemmt wurden. Ja. Und ich hatte ja so einen Camper und dann klopfte es nachts an der Tür und dann kamen irgendwie so drei Zelttypen, standen da völlig durchnässt und die haben wir dann auch reingelassen. Ja. Also die haben dann mit uns Schnaps getrunken. Es war sehr schön. Wir haben dann auch so eine Dose gehabt. Also wir hatten den ganzen Abend Spaß. Das Problem war, dass ja alle Zelte weg waren. Also es war so ein bisschen wie bei dieser Zombie-Serie The Walking Dead. Die kamen auf die Campingwagen zu und haben dann auch alle gepocht. Und wir konnten die ja nicht mehr reinlassen, weil wir keinen Platz hatten. Ja. Wir mussten die Tür wirklich verrammeln und zuhalten die ganze Zeit. Aber da hatten wir auch diese Dose. Lass mal gucken, sollen wir mal probieren, ob das funktioniert? Ja. Das ist ein Linseneintopf. Man hat das Gefühl, es kann nur ungesund sein, weil es ohne die übliche Art und Weise erhitzt wird. Aber es ist es ja nicht. Es wird ja durch eine chemische Reaktion, die aber auch in irgendeiner Art und Weise natürlich ist, oder? Ja, das gibt's das Prinzip gibt es seit 100 Jahren. So die Bergsteiger haben das immer dabei gehabt. Aha, also willst du mal probieren? Aha. Es ist kein Schatz. Hast du Zivildienst gemacht? Nee, leider nicht. Ah, okay, dann probier's trotzdem. Genau. Ist auch keine Wurst drin. Mm. Aber ganz schön heiß. Und? Ja, könnte ein bisschen Salz noch gebrauchen, aber erstaunlich warm. Und man hat das Gefühl, es hat gerade jemand gekocht. Also, die Festivalsaison ist eröffnet. Kommst du mit aufs Hurricane Festival oder ist wieder nur Elton? Ich muss mal gucken. Elton ist auf jeden Fall da. Hm. Den kannst du nicht verlassen. Ja, der kommt auf jeden Fall. Immer 23 Uhr, auf jeden Fall. Aspekte im ZDF. Vielen Dank. Mal. Ja, bitte. Es ist gar nicht so schlimm. Vorsicht, ich habe auch schon an dem Löffel gelutscht. Nicht, dass Sie sich was holen. So, das war's für heute.